Joana und Dominik im Sauerland wollen Milchbauern werden. Ein gewagter Schritt, denn sie müssen erst einen Hof finden. Nach langer Suche findet Dominik diesen Bauernhof im Märkischen Kreis. Komm mal her. Irgendwie hat ja jeder irgendwas im Leben, was ihn antreibt. Ich sag immer, wir leben mit Kühen, wir leben für Kühe und von Kühen. Für den Kauf muss sich Dominik hoch verschulden. 2 Millionen Euro kostet der Hof mit 300 Tieren. Ja, das ist schon mutig, ja. Vielleicht war es auch Übermut, kann man auch sagen. Denn das Unternehmen birgt große Risiken. Was tun, wenn Dürre und Hitze die Ernte und damit die Existenz bedrohen? Wenn das nächstes Jahr wieder so trocken wird, dann haben wir ein Problem. Sie müssen echte Rückschläge verkraften. Das Kalb hat es leider nicht geschafft. Das Kalb ist tot, ja. Dominik muss sich gegen Vorurteile behaupten. Ich habe auch viele Freunde, also wo ich dachte, das wären Freunde, habe ich verloren, ne? Durch diese Aktion hier. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Doch die beiden sind fest entschlossen und glauben an sich und ihren Hof. Morgens aufzustehen, aus dem Fenster zu gucken und zu sagen, auch schön. Mm. Das macht ja was mit allem. Ich könnte mir jetzt nicht viel anderes vorstellen, außer so einen Hof. Wird der Traum vom Leben auf dem eigenen Milchbauernhof in Erfüllung gehen? Jetzt in Unsere eigene Farm. Dominik hat klare Vorstellungen. Seine Milchkühe sollen sich rundum wohlfühlen. Deshalb hat sich der junge Landwirt heute etwas ganz Besonderes überlegt. Sie wissen es zwar noch nicht, aber wir sollen gleich das erste Mal in diesem Jahr raus. Und das ist immer ziemlich aufregend für die Mädels. Und das kann auch noch für uns aufregend werden, wenn sie irgendwo eine Lücke finden, wo sie durchgehen können. Das sind halt Kühe, ne? Die haben ihr eigenes Projekt. Auch Dominik liebt es, sein eigenes Ding zu machen. Er will schon als Kind Bauer werden. Seine Eltern haben mit Landwirtschaft nichts zu tun. Die erste Kuh darf er beim Nachbarsbauern melken. Dann hat er mir voll vor die Hand getreten, weil ich einfach zu doof war. Dann hat er mir 2, 3 Tricks verraten. Und seitdem an melke ich. Wie alt warst du da? 12. 12 Jahre. Da war ich in der 8. Klasse. Und dann war irgendwann klar, dass ich auf jeden Fall nichts anderes mache wie Landwirtschaft. Nach der Ausbildung zum Landwirt findet er eine Anstellung auf diesem Hof in Nachroth-Wibblingwerde. Als der Bauer in Rente geht, kommt Dominiks große Chance. Er kann den Betrieb übernehmen. Dafür muss er aber einen riesigen Kredit aufnehmen. Der Betrieb hat schon so um die 2 Millionen gekostet, ne? Ja, das ist schon mutig, ja. Vielleicht war es auch Übermut, kann man auch sagen. Jetzt muss Dominik sich beweisen. Joana will seinen Weg mitgehen. Man muss immer verrückte Sachen machen. Immer alles andere wie alle anderen. Verrückt und anders heißt heute, die Kühe dürfen einfach auf die Weide. Früher war das üblich, heute ist es etwas Besonderes. Viele Bauern halten ihre Tiere nämlich größtenteils im Stall. Joana passt jetzt am Zaun auf, dass keine Kuh abhaut. Ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn die rauskommen, dass die vielleicht den Zaun nicht direkt sehen. Los, ab jetzt. Immer so ein bisschen heikel. Wenn die erstmal alle auf der Wiese sind, dann ist gut. Dann ist alles in Ordnung. Sollen sie raus? Ja. Und tatsächlich, es funktioniert. Die Leitkuh hat gerufen, alle anderen folgen. Das ist ja schön für die Kühe, ne? Eine Kuh muss auch mal nach draußen, finde ich. Das tut denen ja auch einfach gut, wenn sie so ein bisschen Sonne auf den Pöppis kriegen, sag ich mal, sich mal in der freien Fläche hier bewegen können, mal rumrennen können. Von insgesamt 300 Kühen sind gut die Hälfte Milchkühe. Die müssen abends alle zum Melken wieder in den Stall. Mehr Arbeit, die Dominik täglich freiwillig bewältigt. Also Dominik geht das hier mit den Kühen wirklich gefühlt über alles. Jetzt vielleicht nicht unbedingt über die Familie, aber ich glaube, kurz danach kommen dann schon die Kühe. Ja, das ist halt einfach sein Ding, seine Kühe.
Ich habe Bauer gelernt, um mit der Natur zu arbeiten und die Tiere bestmöglich zu versorgen und nach bestem Gewissen. Und das ist einfach meine Aufgabe, dass es denen gut geht. Eine echte Herausforderung, auch für die eigene Beziehung. Joanna und Dominik sind erst seit anderthalb Jahren ein Paar. Nach einem halben Jahr Beziehung ist Joanna auf den Hof gezogen. Soll ich dir auch schon Teller machen? Ja, bitte. Ja? Heute darfst du. Darf ihr sonst nichts auf dem Teller drauf tun? Sie möchte das immer lieber selber machen. Scheinbar ist heute eine Zeitwende eingekehrt. Darfst natürlich auch nicht verkacken. Ist auch unglaublich mit Druck verbunden jetzt, ne? Zu viel drauf machst du sauber, einer auf dem Sack. So, wie ist das hier mit den Dingern? Ein Würstchen. Für jeden. Oh. Ja, gut, dass wir nicht so mal hoch haben heute. Wenn man dann zusammenzieht, dann ist es, glaube ich, bei allen normal, dass man da irgendwie manchmal denkt, das wusste ich aber jetzt auch vorher nicht. Ja, oder? Ist das so? Ja. Sagen wir es mal so, wir haben uns schnell aneinander gewöhnt, oder? Kann man schon sagen. Mussten wir auch. Ja, weil Hannes unterwegs war, ne? Ja. Joanna war Dominik schon früher bei einer Fortbildung aufgefallen. Auf einem Dorffest trifft er sie wieder und ergreift seine Chance. Ich denke, wer so gut aussieht, der lernt bestimmt viele Leute kennen. Danke. Aber irgendwie hat es dann bei uns einfach gefunkt. Das ist dann einfach so gelaufen. Dank Alkohol vielleicht auch, ja. Und ja, dann hat sich das halt einfach so entwickelt, wie sich sowas dann halt entwickelt, ja. Immer so, ich glaube, ganz schlimm war es dann doch nicht so. Passt schon. Einige Wochen später ist die Stimmung gedrückt. Ihre Kühe geben, wie alle Kühe, nur dann Milch, wenn sie alle 12 bis 14 Monate ein Kälbchen zur Welt bringen. Genau das wird am frühen Morgen zum Problem. Gibst du mir auch ein Brot? Ach, du brauchst auch welches, ne? Jetzt kommen wir auch nicht weiter. Dann hat das Rind gekalbt, aber irgendwie hat es alleine nicht geschafft. Und dann mussten wir dem Rind mal eben ein bisschen helfen. Das Kalb hat es leider nicht geschafft. Das Kalb ist tot, ja. Wenn da noch irgendwie so eine Sache dazwischen kommt, dann ist sowieso der Tag gelaufen für heute. Dominik sorgt sich um Sina. Sie ist eine seiner Lieblingskühe und hat bisher immer gute Kälbchen geboren. Ist immer eben gut, wenn die zum Fressen geht da. Wenn sie nicht frisst, haben wir eigentlich mehr oder weniger das nächste Problem. Und das versuche ich jetzt mehr oder weniger zu vermeiden. Schon traurig. Traurig, genervt, wütend. Das Kalb kriegen wir jetzt nicht nochmal wieder. Wenn das Kalb eh tot ist, dann muss man eben gucken, dass sie da so glimpflich wie möglich dann vonkommt. Die hat ja schon so gesehen genug Probleme heute Morgen dann gehabt. Eine extra Portion Futter. Und kurz drauf frisst Sina wieder. Dominik ist erstmal erleichtert. Der Zwischenfall bringt seinen ganzen Tagesplan durcheinander. Eigentlich hätte er längst die anderen 160 Milchkühe füttern müssen. Der Kusmin hat gerade schon den Futtertisch sauber gemacht. Der hat die Not erkannt, die ich hatte. Brauchen wir gleich nur noch drauffahren direkt. Kühe, die nicht genügend oder regelmäßig fressen, geben weniger Milch. Das bedeutet dann weniger Einnahmen für Dominik. Dann ist Futter fertig und dann. Dann muss der Landwirt schnell rüber in den Kälberstall, nach den Jungtieren schauen. Seine Mitarbeiter sollten dort einige Kälbchen einfangen. Das meistens auch gerne. Die Kälbchen sollen geschoren werden. Die langen Haare müssen runter. Allgemein schert man die einfach einmal, damit die, ich weiß nicht, ob man das hier vorne so gut sehen kann, aber die ist ja ziemlich nass über den Rücken und so. Das heißt, das sind so Anzeichen für Schwitzen. Und dann kriegen die, wenn die dann Zugwind kriegen, auch schnell mal was an der Lunge. Oder noch viel schlimmer, dass sich da irgendwelche
Fliegennester drin bilden im Fell, muss man die halt mal einmal vernünftig scheren. Hier läuft's. Oder Meister, was meinst du? Ja? Mhm. Ja, winke, winke, mach gut. Alles klar, ich hab verstanden. Für 2 Millionen Euro einen Hof kaufen, 300 Tiere versorgen, 5000 Liter Milch täglich melken. Das hat Dominik schon geschafft und ist stolz darauf. Im Herbst steht die Ernte an. Bis dahin möchten die beiden endlich ankommen. Auch bei den Einheimischen. Dominik hat zwar den zweitgrößten Hof der Gegend gekauft. Kosmini, fertig? 10 Minuten? 10 Minuten? Er ist aber ein Zugezogener. Er kommt aus dem 40 Kilometer entfernten Elspe. Das muss ja alles irgendwie heute Abend mal ein bisschen vernünftig aussehen. Seit gestern schon sind wir da immer am Aufräumen und am Saubermachen. Und ja, wie ihr seht, sind wir noch voll dabei. Die beiden stellen heute ihren Hof für eine Fortbildung der Jungzüchter des Märkischen Kreises zur Verfügung und erwarten 30 Jungbauern. Solche Veranstaltungen sind gut für die Vernetzung unter Landwirten, aber Dominik macht sie nervös. Man weiß ja nicht, hat er ein Problem mit einem oder was hat er schon von dir gehört, was dem vielleicht nicht so passt. Dass er bestimmt mit einem oder einen dummen Spruch da kommt, das ist wohl bestimmt klar, ne? Ja, der Schwatte oder so, das ist ja, aber das ist ja, oder? Ich bin dunkelhäutig und hatte mit Landwirtschaft nichts am Hut und wir haben einen ganzen Betrieb gekauft. Da kann man schon auch die Leute verstehen, dass sie denken, also so ein bisschen Gaga muss der sein, sonst normaler Mensch käme auf die Idee nicht. Auch Joanna nicht, obwohl sie Agrarwissenschaft studiert hat. Ihr Vater hat selber einen Hof. Sonst werden Höfe fast immer vererbt. Einen Hof kaufen, das hat hier lange niemand gemacht, außer Dominik. Gerade in der Landwirtschaft war es immer sehr typisch, dass halt eben der Sohn oder so den Hof weiterführt. Und einen Hof zu kaufen, das ist bestimmt kein Einzelfall, aber es ist halt einfach noch nicht so weit verbreitet. Und was andere denken, ist auf dem Dorf immer noch nicht ganz egal. Deswegen ist es heute ein wirklich wichtiger Abend für die beiden. Weil man ja auch einen guten Eindruck hinterlassen will. Vielleicht bringt es ja was. So, sollen wir es so lassen? Sieht irgendwie scheiße aus. Nö, warum denn? So im Kreis willst du sie lassen? Ja, ja, es passt schon. Noch 2 Stunden, bis die Gäste kommen. Joanna hilft mit, damit bis dahin alles fertig ist. Die Kälbchen müssen noch versorgt werden. Den kleinen Hannes nimmt sie einfach mit. Ich muss mal einmal kurz hier rüber. Was gibt's denn hier zu meckern? Komm her. Ist umgekippt, ne? So. Komm mal her. Ja, ist schon manchmal anstrengend, alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Aber man macht das ja auch gerne. Auch das dann draußen sein, auch mit Hannes, dann ist schon schön. Ich glaube, viele Frauen, ja, ich glaube, gar keine wird diesen Wahnsinn so mitmachen, den wir so betreiben. Das Verständnis für die Kühe, für den Hof und für die Arbeit, das ist eigentlich zu wenig. Aber ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich es habe. Und dass sie dann immer noch so lacht und sagt, ja, komm, ich mach das noch. Deswegen liebe ich sie auch so sehr. Oh. Eine Stunde später. Die ersten Landwirte treffen ein. Die meisten sind zum ersten Mal hier. Hi. Hi. Hallo. Hi. Anna, komm her. Hallo. Geht's euch gut? Ja, dir auch. Oh, wenn's vorbei ist. Ich gehe da jetzt ganz offen und entspannt ran. Weil am Ende des Tages glaube ich jetzt nicht, dass mir jeder hier was will. Ist keiner hier großartig, um mir jetzt irgendwie vorzuwerfen, was ich völlig falsch mache oder so. Erstmal geht es um Dominiks Tiere. Die Jungzüchter lernen heute, wie man eine gut gewachsene Kuh erkennt. Und seine Kühe stehen Modell. Und da bewerten wir die Feinheit im Knochenbau. Und so als Hilfsmittel sehen wir dann immer an, einmal hier so den Schwanzansatz, beziehungsweise hier, wie deutlich das zu sehen ist, die Schwanzdicke. Und als letztes Hilfsmittel, hier unten, das sind die Röhrbeine. Und was denken die Gäste über den Hof? Jungzüchter Patrick Wetter kommt auch aus dem Märkischen Kreis und hat schon einiges von Joanna und Dominik gehört. Es wird natürlich darüber geredet, auch, ja,
warum und weshalb und woher kommt der. Und, aber grundsätzlich sind wir schon recht offene Leute und man hat sich recht gut integriert. Wolltest du erst mal was zu trinken haben? Jetzt mit dem Bier haben? Nee. Alkoholfreies Radler? Mit Cola nehme ich wohl. Cola. Jo. Wenn man sich dann der Situation stellt, also im Laufe des Abends dann mit den Leuten spricht, oh, alles cool. Und von daher war es, würde ich jetzt sagen, gelungen Abend so für uns als Familie, aber auch als Betrieb dann am Ende des Tages, ja. Das gute Gefühl dauert nur kurz an. Es ist eine heiße Zeit und das wortwörtlich. Es regnet viel zu wenig. 14 Liter. 14 Liter Regen. Das war so das, was in den letzten 8 bis 10 Wochen geregnet hat hier. Und davon ist natürlich überhaupt nichts gewachsen. Kann man so durchbrechen, ne? Das ist Stroh. Verbrannt. Einfach so am Hallen. Normalerweise mäht Dominik 3-mal im Jahr seine Wiese und macht Grassilage, also Futter, daraus. Doch gerade wächst nichts. Wenn das nächstes Jahr wieder so trocken wird, dann haben wir ein Problem. Das ist schon existenzgefährdend, wenn man nicht aufpasst. Das kann schon ganz schön in die Hose gehen. Und so schlimm wie dieses Jahr, da muss man bei so einem Bauern auch immer aufpassen, was er so erzählt, aber das ist tatsächlich so, also so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie. Ne? Futter für 300 Tiere zu kaufen ist teuer. Gerade steigen die Futterpreise monatlich. Dazu kommen hohe laufende Kosten. Da kommst du schon so monatlich ganz entspannt auf 50.000 Euro, die du schon so erwirtschaften musst. Und jetzt aktuell bei den gestiegenen Kosten, dann bist du auch mal schnell bei 65.000 Euro. Ne? Was tun? Gerade können sie nur hoffen, dass die nächste Ernte gut ausfällt. Die beginnt heute. Joanna und Dominik ernten den Futtermais für das ganze Jahr. Futter im Wert von 90.000 Euro. Ja, heute schon immer ein bisschen Aufregung. Das muss ja alles gut klappen, ne? Da füttert man das ganze Jahr von und wenn das heute nicht funktioniert, dann, ja, wäre blöd. Hätte ich jetzt nur diesen Grashaufen, dann wäre spätestens März, ja, April, mehr hätten wir kein Futter mehr. Ich glaube, da müssen wir uns dann hin und wieder daran gewöhnen, dass wir jemanden in der Rückhand haben, wo wir Futter herkriegen, ohne dass wir uns von irgendwelchen industriellen Sachen da abhängig machen. Im Handel müsste Dominik für seinen Jahresvorrat an Mais rund 10.000 Euro mehr bezahlen. Er hat sich deshalb mit einem anderen Landwirt zusammengetan. Hans-Christian. Hans-Christian von Gemmingen aus Iserlohn hat den Mais für ihn auf einem Teil seiner Felder angebaut. Dominik konnte Sorte und Menge mitbestimmen und kauft dafür die komplette Ernte. Sie hoffen auf 1.300 Tonnen. Doch ist der Mais gut gewachsen? Die beiden kämpfen seit Monaten mit der Trockenheit. Wir haben, Hans-Christian hat es ja schon in der Hand, wir haben unterarmlangen Kolben und auch fast unterarmdicken Kolben. Und ist zwar nicht, bis nicht in die Spitze ganz entwickelt, aber gut, das müssen wir halt dem Regen zu schulden. Das hat jetzt keiner einen Fehler gemacht oder so, es fehlte einfach am Wasser. Dann testen wir. Jetzt kann man hier sehen, das ist das, was wir wollen. Das ist die Stärke, die der Kolben eingelagert hat. Und so müssen dann auch die Körner in der Kuh ankommen. So sozusagen angekriegt. Ne? Dann kommen die Pansenbakterien auch an die Stärke. Die Maiskörner sind trotz Trockenheit gut gewachsen. Und noch wichtiger, die Zusammenarbeit ist für beide ein gutes Geschäft. Ich glaube, darf ich sagen, eine ganz gelungene Kooperation. Eine sehr schöne Kooperation. Ja, ist so. Und das, ich bin sehr zufrieden. Er ist ein sehr umgänglicher Mensch. Man hat keine Probleme. Gibt es mit anderen Berufskollegen, ist es manchmal schwieriger. Er ist natürlich noch ein interessanter Mensch dabei. Das ist auch ein Punkt gewesen, warum ich sagte, mit ihm möchte ich was machen. Ja, passt wohl, hast recht. Hans-Christian, der hatte sich nie Sorgen gemacht, dass er das Geld nicht kriegt. Das ist auch mal schön. Bei allen anderen musst du es ja mehr oder weniger einen Kontostand mit dabei legen. Und das war, habe ich mir gedacht, also, wenn wir solche Leute haben, dann sollen sie uns am Esel bürgen. Trotzdem muss Dominik heute viel Geld in die Hand nehmen. Zwischen 85.000 und 95.000 Euro. Hans-Christian kriegt knapp 50. Der Unternehmer wird gut um die 30 kriegen.
musste ich sparen das ganze Jahr. Habe ich einen Schnitzel weniger gegessen, damit ich hier heute den Mais bezahlen kann. Am Erntetag helfen alle. Auch Joannas Oma auf dem Nachbarhof in Brennscheid. Sie hat für alle einen Eintopf gekocht. Den müssen Joanna und Dominik nur noch abholen. Das hier ist meine Oma. Kommt an. Habt ihr den Kleinen auch mit? Ja, klar. Ja. Oma Almut ist gerade 93 Jahre alt geworden. Hallo, mein Schatz. Will doch mal ein Küsschen. Kriegt auch mal ein Küsschen. Ich darf mal ein Küsschen. Ja, genau. Ja, super. Noch eins? Almut und ihr Mann waren früher selbst Milchbauern. Sie freut sich, dass ihre Enkelin in ihre Fußstapfen tritt. Sie hat Spaß daran. Sie hat wirklich Spaß daran und dann ist das ja gut so. Prost. 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 Prost, Sauer. Dann wird er auf jeden Fall warm. Ist das hier in den Topf, Almut? Ja. Ja. Danke, Oma. Hast uns viel Zeit gespart heute. Sagst du tschüss? Tschüss. Bis morgen. Die Ernte ist eingefahren. Es werden 1000 statt 1300 Tonnen. Das reicht fürs ganze Jahr. Doch Dominik merkt immer öfter, die Zukunft als Milchbauer ist alles andere als ein sicheres Geschäft. Milch bezahlt hier 80%. So, und wenn du, ich sag mal, an Urlaub für die Familie oder ja, irgendwie sowas so High-End-Sachen, dann muss man einfach auch mal sagen, komm hier, dann wird das wohl, wird dieses Tier verkauft und dann gibt's die neue Küche. So. Okay. Ist gut zu wissen. Wie kann das klappen? Dominik hat einen Plan. Er will eine Zucht aufbauen und Kälber verkaufen. Dazu braucht er gute Fotos seiner besten Kühe. Die müssen vorher noch duschen, Haare waschen und zum Friseur. Guten Morgen, Alexander. Moin, Dominik. Das ist so. Okay, das ist das Stroh für die. Ist doch in Ordnung, oder meinst du nicht? Doch, das können wir auf jeden Fall nehmen. Das ist gut. Wenn wir gute Kühe haben, müssen wir die fotografieren. Es ist einfach so. Wenn wir Nachkommen aus so einer guten Kuh dann haben und haben dazu ein Foto, lässt sich sowas immer besser vermarkten, als wenn du einfach sagst, wir hatten mal eine gute Kuh. Ich bereite unten den Strohstall dann vor. Sobald ihr eine Kuh fertig habt, tun wir die unten auf Stroh, weil die sollen ja nicht dreckig werden dann. Fürs Scheren hat Dominik einen Profi gebucht. Alexander ist Kuhfriseur. So, eigentlich packe ich jetzt im Endeffekt nur 4 Schermaschinen aus. Jede Körperpartie, sage ich mal, eine andere Schermaschine. Die blaue Schermaschine nutze ich ganz gerne für den Kopf. Diese Schermaschine nehme ich ganz gerne für Beine. Dann brauche ich noch die kleine Schermaschine für Nacharbeiten und halt eine Rasurschermaschine. So, Jungs, bis gleich, ja? Die Kühe tragen ihr Sommerfell. Das ist unterschiedlich lang. Mitarbeiter Jonas hilft beim Scheren. Man fängt erst mal vorsichtig an am Kopf und dann weiß man ungefähr, wie die Kuh reagiert. Ah, die ist super cool, da gibt es auf jeden Fall deutlich schlimmere. Ja. Auf dem Foto später wirkt das Kuhfell besser, wenn es gleichmäßig geschoren ist. Und die sieht übrigens grandios aus. Die sieht echt gut aus. Jetzt die nächste Hürde. Langsam. Bis zum Shooting am nächsten Tag sollen die Kühe sauber bleiben. Deshalb hat Dominik für die Kuhmodels einen Stall mit extra viel Stroh vorbereitet. So äußert sich Freude bei Kühen. Man muss halt nur gucken, wie das ist wie bei Kindern. Ne? Das ist bis zu einem gewissen Grad ist das Spaß. Und dann hast du gesehen hier und dann irgendwann auf einmal dann bleibt dann doch mal eine bei liegen. Und dann muss man eben gucken, dass es nicht weiter ausartet. Ne? Das Scheren klappt schneller als gedacht. Dominik kann kurz durchatmen. Für den jungen Vater heißt das, entspannen mit seinem Sohn. Der kleine Hannes freut sich. Ich sage immer zu Joanna, ich kann das kaum glauben, dass wir das so hingekriegt haben. Obwohl ich ja auch ein Landwirt bin und ja eigentlich das mit der Biologie alles genau wissen muss. Bin, tue ich auch, aber wenn du dann auf einmal Vater wirst, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Labert genauso viel wie der Alte. Mal. Schon mal genau in derselben Lautstärke.
bin auch einfach froh, dass der so kerngesund ist. Das könnte man ja mit keinem Geld der Welt bezahlen. Ne? Prost. Am nächsten Tag der Fototermin. Heute muss alles perfekt laufen. Kuhfotograf Guillaume kommt extra aus Luxemburg ins Sauerland. What are you thinking about the cows? Good cows. Yes, it's okay. Yes, ready. They are ready for picturing. Perfect. Für ein gutes Foto sollen die Kühe auf die Weide und dort eine Minute stillstehen. Er möchte ja schon gerne, dass alle Fotos perfekt werden. Ist er schon so ein bisschen perfektionistisch. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist Dominik noch ganz entspannt. Es läuft ja. Oder vielleicht auch jetzt gerade nicht mehr so. Knapp 1000 Euro zahlt Dominik für die Fotosession. Wenn es gut läuft, bekommt er später für ein Kalb dieser Kühe 3000 Euro. Als letztes ist eine besondere Kuh dran. Seine Lieblingskuh, Beauty heißt sie. Das Beste haben wir uns zum Schluss aufgehoben hier am heutigen Tag. Wollen wir zumindest hoffen. Äußerlich auf jeden Fall, charakterlich wird sich jetzt gleich zeigen, ob das das Beste ist. Aber die schönste ist allemal. Fürs Foto soll Beauty jetzt den Kopf hochhalten. Eigentlich. Hey, komm hier, komm. It's a beauty. Komm, junge Frau. Hopp. Am Ende klappt alles. Dominik ist zufrieden. Und den Fotografen brauchen die beiden bald in ganz anderer Sache. War ein bewegendes Jahr. Komm. Ja, das stimmt. Doch, müssen wir noch sagen. Hier. Wo ist eigentlich dein Ringchen? Ach, hier. Und das hier. Die beiden haben sich verlobt. Im Sommer wird geheiratet. Ich habe sofort Ja gesagt. Antrag machen kann er ja. Ich hoffe, dass ich nur einmal machen musste. Sie hat zwar gesagt, in 15 Jahren soll ich sie noch mal fragen. Aber wenn es dieselbe Frau ist, dann ist es in Ordnung. Weißt du, wovor ich Angst habe? Hat sie auch nicht gelegt. Wovor hast du Angst? Polterabend. Ja, der Polterabend, der wird bestimmt, ja. Aber so, wenn die Kühe so die Milch geben, weiterhin, und dann können wir mal eine große Hochzeit feiern. Mich macht das Leben so auf dem Bauernhof schon glücklich. Ich finde es super, ist bestimmt auch nicht jedermanns Ding. Aber ich könnte mir jetzt nicht viel anderes vorstellen, außer so einen Hof. Morgens aufzustehen, aus dem Fenster zu gucken und zu sagen, ach schön, schön. Man sieht alle Kühe auf der Wiese rumtollen oder so eine ganze Gruppe da rumrennen. Das macht ja was mit allem. Also du stehst ja dann da und bist stolz und sagst so, so viel machen wir gar nicht falsch oder so doof war es gar nicht, dass wir das gemacht haben. Und von der Sache her bin ich da super happy darüber, dass wir das gemacht haben. Es ist harte Arbeit, aber sie lohnt sich. Für Joanna und Dominik ist klar, ihre Zukunft liegt hier auf ihrem Bauernhof.